Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Seit der letzten Folge ist ungefähr eine Stunde vergangen und wie ihr sehen könnt, ich habe meine Slime-Rüstung angezogen und ja, jetzt wird meine Kolonie von süßen kleinen Slimes bevölkert. Allerdings die meisten sammeln sich entweder da unten oder hier auf dem Ding. Hier sind noch ein paar und ganz, ganz viele haben sich da oben irgendwie festgehakt. Ach so, ab und zu fliegt einer mal hier runter. Ja, aber ja, die landen dann in dieser kleinen Grube, die ich gebaut habe und töten dann dort Gegner oder verbinden sich mit ihnen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Seltsam. Ach so, einer von ungefähr 100 Slimes ist böse, habe ich gemerkt. Eventuell sind das die da. Okay. Ja, die sind wirklich böse. Komm, mein eigener Slime. Komm, kämpf gegen dein Bruder oder Geschwister-Dingens. Los, kämpf gegen ihn. Nein, komm, greif ihn an. Ach, ich glaube, das wird nichts. Vielleicht, wenn ich hier weiter hier rüber gehe? Na. So, jetzt hat er gemerkt, dass ich in Not bin. Vielleicht, wenn ich hier ein bisschen... Ah, jetzt ist er komplett weg. So, ich will, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Auch irgendwie meiden die sich. Ja. So, hier habe ich ein bisschen runtergegraben, weil ich auf die Idee kam, man könnte ja in der Zwischenzeit so ein bisschen Rohstoffe sammeln. Aber irgendwie wollte ich das dann doch nicht. Ich guck mal, ob die da oben inzwischen böse sind. Nee. Die sind auch nicht böse. Muss hier tatsächlich vorsichtig sein. Ich dachte, das wäre die ultimative Waffe gegen alles Mögliche. Nein, die sind auch noch lieb. So. Ja, das waren die Slimes. Ja, schöne kleine Slime-Zucht, die ich mir hier aufgebaut habe. Ja, in der Zwischenzeit habe ich hier noch die restlichen Growing Trays, die nicht belegt waren, belegt mit entweder Energy, hier Miracle Gras, was mir Energy Buff gibt, oder Kaffee, einfach so. Ja, und diese doppelten Avesemigono, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist mir auch egal. Diese Früchte da, die ich euch gerade zeige. Ja, die habe ich auch gelassen, die doppelten. Ja, und mein Inventar habe ich geleert in der Zwischenzeit, aber ansonsten nichts Besonderes. Keine großen Entdeckungen. Achso, das Spiel stockt ab und zu. Oh. Anscheinend werden die böse, wenn sie mit irgendeinem Gegner in Kontakt kommen. Das... Keine Ahnung. Oder der Gegner macht meine Verbündeten böse gegen mich. Das könnte auch sein. Irgendwie habe ich das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Wie dem auch sei, ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar wollte ich ja in dieser Folge jetzt noch mehr von diesem Kram produzieren. Und da habe ich schon mal alles Nötige in mein Inventar gelegt. Also die Miracle Gras hatten wir, die Stimulanzgene hatten wir, Vizids und Wasser. Und dann kriegen wir dieses Zeugs raus. Ja, sehr schön. Ab und zu... nicht ab und zu. Ich habe schon den nächsten Satz begonnen, bevor ich den alten Satz zu Ende gesprochen habe. Also wir kriegen jetzt noch was aus zur Kollektion dazu. Achso, ab und zu habe ich hier ein paar Früchte geerntet und ein paar Rezepte habe ich leider freigeschalten, als ich hier diese Dinge aufgenommen habe. Ich weiß nicht genau, was es war. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht aufgepasst. Wahrscheinlich sind es richtige Kochrezepte. Aber ja. Ja, normalerweise habe ich das Zeug nur aufgesammelt und hier reingelegt. Achso, einen Kühlschrank habe ich auch ein bisschen sauber gemacht. So. Und dann habe ich ab und zu, wenn das Saatgut über 10% hier war, nicht 10%, über 10 Stück, wie das hier zum Beispiel, habe ich das aufgesammelt und hier irgendwo reingeschmissen. Wo gerade Platz ist und wo gerade wirklich Kapazitäten frei sind. Da ist noch was frei, gucken wir mal. Augenfrüchte habe ich schon irgendwie gesehen im Augenwinkel. Das hier zum Beispiel. Also, ja, bin ich halt mal ab und zu abgegangen, die Strecke und... Ja, hab das eingesammelt. Was ich noch nicht gemacht habe, ist hier jedes Gen eingesammelt. Ich habe nur die Gene eingesammelt aus den Dingern, die ich für meine Rezepte brauche, weil ich hier mir noch nichts spoilern möchte, falls ich jetzt ja ein paar neue Rezepte freischaltet. Jetzt nehme ich nämlich alles auf. Oh, Learn to Craft Insectoid. Seht ihr, das habe ich vorher noch nicht gewusst. Nerf Bundle habe ich jetzt freigeschalten. So. So. Oh, Optics habe ich freigeschaltet. Und hier muss noch... Ah, hier. Ich wette, das ist was Neues. Also das ist bloß der Name des Gens. Assimilation. Okay.
Das ist das Assimilationsgen. Nicht schlecht. Es gibt ein paar Sachen, die können wir leider noch nicht produzieren. Was ist... Ah, ich bin so ein Idiot. Ich habe das Saatgut wieder da reingetan. Naja. Naja. Also Miracle Seeds und Sweet Seeds brauche ich nochmal. Und was war... Okay, das... Die haben wir alle. Das hier wird zum Beispiel schwierig. Da haben wir noch nicht alles Nötige dazu. Das hier haben wir, das Gorn Onion. Nehmen wir gleich mal mit. Da haben wir 3 Saatguts bekommen. Mushroom Seeds, das ist bestimmt auch ziemlich interessant. Da habe ich jetzt Yellow Food Shroom gelernt. Und von denen können wir ruhig noch ein paar produzieren, denn das Zeug ist relativ günstig zu handhaben. Das hier können wir leider noch nicht. Da fehlen uns Biolumineszenzgene. Starminze, das können wir. Produzieren wir auch einmal. Da haben wir kein neues Rezept, aber zumindest ein Teil unserer Kollektion. Und hier fehlt uns die Natural Defense in größerer Menge. Ich habe das noch nicht rausgefunden, welches Gen ich dafür verwenden muss. Der Rest ist im Prinzip schon so gut wie vorhanden. Irgendwas war noch mit Mini-Bambus. Also das, was ich noch nicht produziert habe, das können wir noch nicht. Aber bald hoffentlich. So, jetzt gucke ich erstmal nach den... Ach so, ja, wir wollten ja hier noch Miracle Seeds. Ich mache das mal so. Ich nehme hier mal alles raus. Und ein Star-Minze lassen wir jetzt hier produzieren. So, hier die Eggpans, die waren normal. Hier, das nehmen wir auch nochmal alles raus. Dann gucke ich mal, ob ein Shroom-Seeds hier funktioniert. So, das hier nehmen wir alles raus. Und dann einer davon. Und dann pflanze ich alles davon nochmal hier unten an. Das geht nicht, das ist wahrscheinlich zu groß. Ja, okay, man sieht es genau. Hier wächst er, hier beschwert er sich, ne? So, dann hier diese komische Zwiebel. Und hatte ich die Zwiebel schon da oben irgendwo reingelegt? Machen wir es hier beim Kaffee. Kaffee habe ich ja auch doppelt. So, das müsste es aber gewesen sein. Das komische Gras, oder... Ich bin jetzt gerade wirklich verwirrt. Das Gras hatte ich hier gepflanzt. Aber ich glaube, das Gras hatte ich noch nicht da unten. Doch, hier ist das Gras. Der Schwum. Das komische Ding. Die Eggplants. Vielleicht habe ich die Onions mit dem anderen Ding verwechselt. Das kann durchaus sein. Ach so, ich wollte noch eins produzieren. Ja, jetzt kommt schon wieder meine Verwirrtheit durch, die ja so gang und gäbe ist bei mir. Versucht noch das hier von hier oben zu treffen. Ja, sehr schön, geklappt. Was wollte ich noch herstellen? Hardwood Seeds, glaube ich. Okay, das war mit Coffee Seeds, Energy Storage und... Oder hatte ich das nicht schon? Das könnte hier verschwunden sein. Könnte. So, das nehmen wir mal hier raus. Das auch. Irgendwas, für was ich Miracle-Kreis brauchte, das weiß ich noch. War es das hier? Das haben wir ja gerade hergestellt. Oder es war das? Ja, das ist meine Welt. Die komplette Verwirrtheit. Ich wollte noch Natural Defenses gucken, ob ich da noch irgendwie was rauskriege. Wo haben wir denn noch Gene? Starmint... Dann haben wir diese komische Zwiebel. Ich schmeiße jetzt einfach mal das hier massiv rein. Dann die Pilze. Pilze könnte man nochmal gucken, ob die hier irgendwie wachsen. Wachsen die auch woanders? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich Pilze auch hier so pflanzen kann. Die dürften auch dort wachsen. Hatte ich Pilze auch hier reingelegt irgendwie? Ich glaube ja. Ich glaube, hier hat man nochmal Kaffee. Ach, zur Not wachsen wir, lassen wir einfach mehr Pilze wachsen. Wenn es nicht geht, dann sehen wir es ja. So, der Pilz wächst dort oben. Ich habe sowieso mehr als genügend Pilzsaatgut. So, der. Und wir können auch hier was reingeben. Da sehen wir gleich. Okay, das funktioniert auch. So, Gorn und Starmint habe ich jetzt beide gepflanzt. Da können wir die auch mal hier reinlegen. Mal gucken. Es kann sein... dass die dann gar kein Gengut mehr erzeugen, weil man das mit den unteren Pflanzen, nenne ich es mal, machen soll. Okay, das Starseed hat funktioniert und die Zwiebel funktioniert schon gar nicht mehr. Und ich bin schon wieder hungrig.
Ich brauche mal wieder was Neues zu essen. Haben wir hier noch richtige Mahlzeiten? Das hier haben wir noch. So. Das Bollnorm GM. Achso, ich wollte noch, wenn ich dann wieder online bin sozusagen. Wollte ich wieder... So, das bitte nochmal zusammenfügen. Oder habe ich hier vier Saatguts rausbekommen? Das könnte auch sein. Nein. Ne, wir gucken einfach mal, was hier passiert. Hier ist auf jeden Fall das noch aussortiert worden. Ich glaube, hier ist noch Miracle Seeds drin. Das ist ja auch nicht so schlimm. Hier ist noch Kaffeesaatgut. Und hier ist der Pilz drin. Der eventuell gar nicht da drin wächst. Ist ja jetzt auch egal. Oh, die Zwiebel ist das erste Mal gewachsen. Sehr schön. Zwiebel, du kriegst jetzt noch ein bisschen Wasser. Wenn ich meine Gießkanne finde. So. Wachse, meine kleine Zwiebel. Und während das hier wächst, dachte ich mir in dieser Folge... Gott, wir haben schon 10 Minuten gelabert. In dieser Folge wollte ich jetzt noch ein paar Bienen machen. So. Und zwar dachte ich mir, das könnten wir hier oben anfangen. Und dafür mache ich hier erstmal ein bisschen Platz. So. Das machen wir noch fertig und das. So, alles schön planieren. Wir brauchen den Platz dann für unsere Sachen dann. Ah, ich habe vergessen, dass ich ja nichts umändern kann, wenn ich die Sachen hier im Inventar habe. So, das hier nehmen wir noch auf. Wertvolles Wasser. So, und dann planieren wir hier einfach alles. So, das müsste jetzt genügend Platz sein, hoffe ich. Und dann pflanzen wir noch ein paar von diesen Bäumen. Ach, ich habe mich jetzt gerade vor meinem eigenen Schleim erschreckt. Wir pflanzen jetzt noch ein paar von diesen Rankenbäumen, denn die sollen auch bei Bienen funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, das werden wir herausfinden. Aber ich bin da ehrlich gesagt zuversichtlich. Ja, ich kann kein Deutsch reden, aber das wissen wir ja schon lange. Und dann müssen wir jetzt eine Apiary-Station bauen. Apiary? Das Ding da. Brauchen wir Timber? Okay, dann mehr Timber. Ja, 50 reicht hoffentlich. Oder mach mal 100. Vorsichtshalber. So, Apiary Station. Und ein Auftrag erledigt. Neue Pixel und neue Rezepte. Hurra. Und jetzt sollen wir eine Apiary selbst, also einen Bienenstock, sollen wir jetzt bauen. Eine Imkerstation und einen Bienenstock. Oder eine Imkerei. Wie man es auch nehmen möchte. Das Ding stelle ich mal da auf, wenn es gehen würde. Oder im Brunnen. Oder erstmal hier. So, dann sollen wir das Ding bauen. Und als nächstes ist unser Auftrag, Bienenkönig und Bienenkönigin zu fangen. Eventuell haben wir das schon. Ach ne, Basic Frame ist unser nächster Auftrag. Ne, das haben wir noch nicht im Inventar. Dann Basic Frame. Wir haben ein Netz bekommen. Jetzt haben wir zwei Netze. Und der nächste Auftrag ist jetzt, genau, Queen and Throne zu fangen. So, und hier habe ich im Augenwinkel Mama Poptop und ihr Junges gesehen. Ja, räche deine Mutter oder so ähnlich. So. Und ja, das müssen wir jetzt einfach nur aus dem Inventar nehmen. Dann sollte der Auftrag schon erledigt sein. So, einmal das. Und einmal das. Ah, der Auftrag ist erledigt. Ja, wir sollen noch andere Arten von Bienen finden. Und eine Red Flower sollen wir jetzt. So, ich nehme mal die anderen Arten der Bienen mit. Einfach so. Forest Queen nehmen wir mal zwei mit. Und davon nehmen wir auch mal beide mit. Oder wir nehmen zwei davon mit. Wir nehmen einfach mal bis auf eine nehmen wir hier alles mit. Und hier nehmen wir mal auch alle mit. So, da haben wir jetzt hier bloß noch die Königin übrig und der Rest müsste sich so verteilen. So, dann bauen wir mal ein paar Apiaries, also Imkereien. Wir haben ja schon eine, aber wir wollen mehr. Wir wollen, was haben wir jetzt? Eins, zwei, also wir haben vier verschiedene Bienenarten und ich weiß, dass wir die beiden und die beiden miteinander kreuzen können. Also brauchen wir sechs Stück. Und eins haben wir schon im Inventar. Genau. Jetzt müssen wir nur noch fünf weitere bauen.
So, also 5 davon. Na, ich kann plus 4. Woran fehlt's denn? Achso, das Ding besteht nur aus Timber. Also wird's wahrscheinlich an Timber fehlen. So, 50 nochmal. So, und dann nochmal das. Und dann auch nochmal 5 davon. Ja, es fehlt wahrscheinlich schon wieder ein Timber. Natürlich. Na, stellen wir nochmal ganz schnell welches her. Oder noch ein bisschen mehr. So. Und dann bauen wir mal unsere Apiaries auf. So, du, 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 hier und hier. Und dann wollen wir mal reinlegen. Eine Bienenkönigin und ein treuer Gefolgsmann. Und ihr kriegt jetzt noch so einen Rahmen und dann vermehrt ihr euch. So, Bienenkönigin und noch so eine Biene mit männlichen Ausprägungen und so. Und das gleiche hier nochmal mit der Flower Queen und Flower König. Und die machen dann viele Flower Prinzen und Prinzessinnen und die machen dann viel, viel Inzucht und dann kommen jede Menge kaputte Bienen raus. So, nochmal. Jetzt will ich kreuzen. Nee, die hab, ich habe hier die Nachtbienen vergessen. Die tun zwar nichts jetzt am Tag, aber man kann sie ja trotzdem erstmal reinlegen. Und ich will jedes Mal auf... Ich will jedes Mal hier reingehen, wenn ich die Frames nehme. Keine Ahnung warum. So, hier Mama Biene und... Ich nehme mal die Papa Biene und viel Spaß beim Inzucht betreiben. So, und das letzte. Soweit ich weiß, kann man die beiden nicht miteinander kreuzen. Glaube ich jetzt mal. Also wir nehmen jetzt die. Achso, ich hätte aufpassen müssen, was ich an Königin und Königin mitnehme. So, Forest. Wir brauchen nochmal eine Königin. Lass mich in Ruhe. Kämpfe für mich. Dankeschön, Slime. Wir haben ja noch genügend davon übrig. Gucken wir mal, wie wir das hier verteilen können. Ah, jetzt sind hier auch die ganzen Slimes unterwegs. So, die vermehren sich schon. Dann brauchen wir bloß noch hier so eine Drohne. Und so eine Königin. Und dann funktioniert das. So, die beiden. Die produzieren Hardys. Und die sollten Red produzieren, also rote. Und die ersten Blumenbäume wachsen. Achso, die kämpfen jetzt gegen meine Bienen. Das ist natürlich bescheuert. Für die Imkerei sollte ich diese Rüstung ausziehen, sonst kriege ich keine Königin mehr. Na, das da oben, das... Ja, aber gut. Wir haben ja noch jede Menge andere Slimes. Da unten ist irgendwas kaputt gegangen. So, mal gucken, ob wir in der Zwischenzeit noch neue Gene haben. Oh, ein Renngen haben wir bekommen. Auch nicht schlecht. Natural Defense hätte ich gerne. Und reproduzierendes Gen. Hier dieses sehr reproduzierenartiges aussehendes Gen. Und das ist Avian. Aber das hatten wir anscheinend schon mal. Ja, dann schmeißen wir noch mehr Kaffee hier rein. Obwohl ausgerechnet hier nicht. Hier ist ja noch voll. Wir könnten mal gucken, ob das hier was ergibt. Ja, das ergibt was. Noch mehr von diesem Kaffeesamen. Weg. Und... das würde ich gerne aufheben. Für den Fall, dass wir hier unsere Früchte nicht durchkriegen. Wo ist mal unsere Gießkanne? So. Gieß mal hier schön alles. So, was sind eigentlich unser nächster Auftrag? Ach so, Red Flowers. Mir fällt gerade ein, ich habe das hier noch gar nicht so richtig gemacht. Spring Flower. Red Flower, da kriegt man jetzt diesen Auftrag. Ja, ich soll das irgendwo pflanzen. Und eine Wooden-Zentrifuge soll ich jetzt bauen. Okay. Aber wir legen mal unten ein kleines Blumenfeld an. Mit der Absicht. Das hier kann ich mal in den Gensplicer tun. Mal gucken, ob da was rauskommt. Hier mal Platz. So, funktioniert das? Sieht nicht so aus. Aber vielleicht hat er noch zu tun mit irgendwas anderem. So, derweil züchten wir hier unten mal Blumen.
So, da eine und da eine. Warum nicht? Legen wir hier unten ein kleines Blumenfeld an. So, das war's auch schon mit Blumenfeld. So, ist das jetzt erntbar? Das ist erntbar. Wir haben eine Guan Onion bekommen. Und das Zeug vermehrt sich nicht von aller... das Zeug gibt nicht noch mehr Früchte ab. Aber das ist auch gut so. Das, was ergibt denn das? Region in Bright Light. Also wenn ich jetzt ins Licht gehe, sollte ich mich regenerieren. Ja, tue ich scheinbar auch. Aber das sollte ich eigentlich auch durch mein Backpack. Ach so, das ist Energie. Also der grüne Balken erhöht sich durch den, durch die Sonne. Hm. Gucken wir mal hier. Da ist schon wieder eine Biene. Mal gucken, ob man die retten können für unseren eigenen Slime-Untertanen. Ich benutze mal das neue Netz. Oh, eine Flower-Drohne. War jetzt nichts so Besonderes. Wir können mal hier reintun, die Flower-Drohne. Ah, und ich höre schon wieder, dass gekämpft wird. So, hier die... Aber die produzieren was, man sieht es hier so dran. Ach so, die haben keinen Rahmen. Honey-Material. Ich habe noch nicht so ein Ding in die Hand genommen. Okay. Hier ist der letzte Rahmen. So, dann produziert er auch ein bisschen schneller. Die produzieren noch gar nichts und das sieht ganz gut aus. Hier, das müsste noch ein Rezept geben. Anti-Might-Frame. Ja, meinetwegen. Ich guck mal, ob ich das hier platzieren kann. Wo ist die Hacke? Da ist die Hacke. So, das müsste auch noch in Reichweite von den Dingern sein. Dann pflanzen wir das mal hier ein, gießen das noch schön und dann legen wir die Dinger noch in den Extractor. Nicht Extractor, in die Saatgutmaschine. In den Gensplicer, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt suche ich meine Gießkanne. So, jetzt wird es gleich Nacht. Dann sollten die ganzen Bienen hier aufhören und der hier links oben, der sollte dann anfangen. Wenn das alles richtig funktioniert. So, erstmal gucken, ob wir hier einen freien Dingens haben. Ja, da haben wir einen. Und ich wollte jetzt das hier reintun. Oh, es passiert was. Sehr schön. Und hier haben wir noch mehr Gene. Da haben wir noch mehr Gene. Ich hätte gerne diese Schildgene mehr. Ich wüsste zu gern, was ich da reingelegt habe, um mehr Schilder zu bekommen. Welche war das? Das hier. Reis. Vielleicht ist das ein Hinweis. Vielleicht sollte ich Reis dort reintun. Hier könnten wir auch schon wieder unsere Ernte einfahren. Habe ich überhaupt Reis hier irgendwo angepflanzt? Das ist eine gute Frage. Abgesehen davon, dass wir sowieso mal wieder ernten könnten. Oh Gott, das ist so viel Kram. Da war Reis. Ich nehme da nur eins mit. So, das schmeiße ich da rein. Überhaupt, wir könnten jetzt mal wieder anfangen zu ernten. Aber das ist eigentlich so eine Idle-Sache. Das könnte man beschleunigen oder einfach rausschneiden. Aber ich will nicht mehr schneiden, weil... Ich erwähne es in fast jeder Folge, das ist doch albern. Starmint. Ah, da kriegen wir das hier raus. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das findet man auch ziemlich häufig so einfach. So, wir nehmen noch die Bananen mit. Ein paar essen wir davon noch. Hier, dann... Wir essen einfach alle Bananen. Ich will das Ding jetzt leer kriegen. So, die restlichen Bananen legen wir jetzt hier rein. Und alles andere, was wir gefunden haben, auch. So. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Bienen an. Achso, das kann auch noch dort rein. Achso, und das Gengut kann ich ja mal hier in die Kisten weiter reinlegen. Das kommt da rein. Die Onion. Ich versuche mal zu trennen Freaking Universe und Vanilla-Sachen. Und die kommen bei mir auch ein bisschen extra. Hier könnte man noch Vanilla-Sachen machen. Das ist auf jeden Fall Freaking Universe. Das auch. Kakao müsste Vanilla sein. So. Vielleicht ändern wir das auch noch um in Sachen, die nachwachsen und Sachen, die neu geerntet werden müssen. Oh, das kommt gerade so hin. Achso, da ganz oben waren die Blumen. So, dann lege ich mal hier hin alle Sachen, die nachwachsen. Sowas hier zum Beispiel. Das. Nicht stehen bleiben, Spiel. So. Danke. Ich glaube, das war auch noch Vanilla. Das ist Freaking Universe. Bei dem bin ich mir gar nicht so sicher. Das hier auf jeden Fall. Das. Reis gehört noch dazu. Die Tomaten. Und das war's eigentlich.
So, hier, dann... Ist das Saatgut oder ist das... Ja, das ist ein Saatgut. Hm, das könnten wir eigentlich auch mal anpflanzen. Mal gucken, was da draus wird. Jetzt hier solches Zeug. Karotten. Eggshots. Kartoffeln. Ich glaube, Ananassen zählen auch darunter. Ich weiß es nicht. Das zählt auf jeden Fall dazu. Zuckerrohr bin ich mir jetzt auch unsicher. Weißt du was? Wir pflanzen einfach ein Zuckerrohr an und gucken einfach nach. Wo war das andere Ding, wo ich mir unsicher war? Ach, das, die Glitchfrüchte wollte ich sowieso nochmal komplett eigen machen. So, wir pflanzen mal ein Zuckerrohr, dann sehen wir, ob ich das ernten kann. Ach Gott, das ist schon so lange her, um Himmels Willen. Und das andere habe ich wahrscheinlich schon einfach da reingetan. Hm. Genau, es waren die Ananassen. Wo habe ich denn die jetzt? Ah, da ist eine Ananas. Ich glaube, Ananassen sind auch so eine Einmalfrucht. Werden wir gleich sehen. Oh, hier kann ich die Alge ernten, oder? Was ist das? Die Starminze war das. Und es sieht so aus, als wenn ich die jetzt nochmal gießen kann. Aber es kommt keine neue Sache raus. Von daher brauche ich die Starminze jetzt gar nicht. Und hier hat sich irgendwas... Ah, die sind an meinem Giftpilz gestorben. Das ist ja traurig. Aber effektiv. So. Ich mache einfach mal weiter. So, hier das, dann das. Ich lege jetzt einfach mal den Zuckerrohr da rein, weil ich mir zu 90% sicher bin. Hier kommen dann die Glitchfrüchte rein, die Vanilla-Glitchfrüchte. Und hier kommt dann Breaking Universe, der Anfang, rein. So. Und das war's schon. So viel Aufwand um fast gar nichts. Naja, wir legen nochmal das hier rein. Ach, das ist so ein Energieboost, der auch ziemlich schnell vorbeigeht. Aber das ist ja Tier 1 sozusagen. Poison Resistance. Wir könnten das mal auf dem Giftplaneten ausprobieren. So, und das probieren wir nochmal hier. Ja, das ist eigentlich okay. Kann man machen. So, habe ich inzwischen jetzt die coolen Gene, die ich haben will. Die mit dem Schutzschild. Ah, hier. Jetzt müsste ich mir bloß merken, was ich da reingeschmissen habe. Aber ich glaube, da habe ich sowieso nur eine Sache reingetan. So, hier werden weitere regenerative Gene gezüchtet. So, der da... Wir können ja mal gucken, ob wir die Giftpilze irgendwie hier züchten können. Oh, das... Oh, Pilze funktionieren hier drin. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal Pilze gemacht. So, wo ist der Giftpilz? Achso, den habe ich wieder zurückgelegt. So, stirb bitte. Ich riskiere es mal und züchte den Giftpilz. So. So, nur ist da unten noch einer. Giftpilz-Saatgut. So, mal gucken, ob das funktioniert. Es müsste jetzt noch eine Saat von dem, was vorher drin war, durchkommen. Habe ich noch hier Kaffee irgendwo? Ja, ich habe jede Menge Kaffee. Achso, ich war ja mitten dabei, hier diese Felder abzuräumen. Weil das alles ein bisschen voll wird. Und ich wollte neue Rezepte ausprobieren. Ja, können wir mal machen. So, erstmal hier wieder alles rein. So, und alles zusammenmatschen. So, nochmal. Ah, verdammt, ich bin dumm. So, stattdessen machen wir es jetzt umgekehrt. Ja. Das war blöd. Aber eigentlich gar keine schlechte Idee. Auf die Art und Weise... auf die Art und Weise können wir jetzt natürlich schneller nachgucken, was wir für neue Rezepte haben. So, das kommt nachher durch. Das hier. Das ist ein ganz normaler Mushroom-Seed. Den können wir eigentlich auch nochmal hier reintun. Unter dieser Kategorie. Nee, Quatsch. Unter dieser Kategorie. Wenn das überhaupt funktioniert. Und die Kaffeesamen tue ich jetzt hier irgendwo rein. Nicht gerade da, wo sowieso schon was ist. Kann ich das hier reintun? Passiert da was? Hm, nee. Manchmal passiert da auch so bei normalen Sachen was. Wir haben ganz schön viele Gene mittlerweile wieder. Schmeiß mal alles hier rein. Vorübergehend. Oh, die Kiste ist bald voll. Na, so viel Platz haben wir nicht mehr. Dann müssen wir uns bald eine größere Methode einfallen lassen.
Ja. Genau, ich wollte nachgucken, ob man hier noch irgendwas Cooles produzieren können. Erstmal will ich das hier ordnen. So gut wie möglich. Und wenn ich jetzt Take All klicke, das müsste funktionieren. Das sind 16. Das sind 9, 18. Plus 4, dann haben wir noch 4 Plätze frei. Take All. Ja, das funktioniert super. Jetzt gucken wir mal, was wir für Rezepte haben. Corn Pickers hat man schon. Meat Dumpling, das sieht lecker aus. Meat Stew, was kriegen wir da? Shepherd's Pie kriegen wir noch neu dazu. Und wir haben natürlich Purpies Pancakes. Achso, ich lasse mal das hier offen, damit wir sehen, wie viel Platz wir noch für neue Sachen haben. Purpie Risotto und Bacon Pancakes haben wir jetzt freigeschaltet. Mm, yum yum. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gemacht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Egal. Das hatten wir schon gemacht. Das Karottenbrot hatten wir schon. Karottenbrot. Ein leckeres Karottenbrot. Karottensuppe. Oh, neue Sachen wieder. Und... ja. Ein Gartensalat. Wieder zur Kollektion hinzugefügt. Ich glaube, das hatten wir schon. Tomatensuppe hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt habe ich Relish gelernt. Okay. Jetzt stopfen wir wieder alles in den Kühlschrank. Wo fängt das neue Zeugs an? Hier. So. Gucken, ob das überhaupt alles Platz hat. Hat sogar Platz. Und da kann ich mir jetzt die besonderen Gerichte, die lege ich jetzt mal alle hier drauf. Wenn mir irgendwas Besonderes auffällt, so, das muss ich jetzt unbedingt essen, dann, das hat jetzt einen unglaublichen Buff gegeben. Dann werde ich das noch weiter beobachten. So, neue Gene. Da ist irgendwas mit, das Schutzschild will ich immer noch haben. Achso, ich wollte hier noch weiter gucken. So, davon haben wir jetzt noch ein paar bekommen. Ein Mushroom Seed, den können wir dann noch mal hier. Das geht ja relativ fix mit den Sachen hier. Hier waren die Onions. Und hier hatte ich den Giftpilz reingetan. Ich erinnere mich. Der scheint zu funktionieren mit dem Giftpilz. Das ist schön. Und zum Blumenwachsen, das alles hier unten wächst auch. Die beiden hatte ich schon mal geerntet. Ich kann sie ja trotzdem noch mal gießen. Einfach der... Gewohnheit halber. Wenn ich sie auch treffen würde. Achso, und hier wollte ich rausfinden, ob das einmal gesät ist oder ob das dauerhaft funktioniert. Genau. Jetzt nochmal das Saatgut hier rein. Das ist ja, sind ja jetzt alles Sachen, die ich mehrfach habe. So. Ihr könnt jetzt nochmal hier... Ich werde des Lebens nicht froh, wenn ich da... Wenn ich hier jedes Mal nachgucke. So. Wir gucken mal, was unsere Bienen machen. Und ich baue mal das hier zu Ende. So, komm. So, das sieht doch ein bisschen hübscher aus. Und meine Slimes, die vermehren sich fröhlich und... Ja, gehen mir so ein bisschen auf die Nerven. Oh, das hätte man auch gießen müssen. Hä, das sagt mir doch keiner. Wo ist die Gießkanne? Gießkanne, Gießkanne... Ich muss mir... Irgendwie mal... Entweder ich gewöhne mir an, die zweite Leiste zu benutzen. Mit was... Mit was habe ich mir das hingelegt, dass das da oben wechselt? Das ist Springen. Ah, Bild nach unten ist es bei mir. Machen wir mal so. Netz habe ich früher mir immer auf die 2 gelegt. Machen wir mal so. Hacke auf die 1. Gießkanne. Wo ist die Gießkanne? Hier so. Na, eigentlich will ich das auf links. Aus irgendwelchen Gründen will das nicht. Okay, jetzt funktioniert's. Das war's eigentlich schon. Das Auto können wir meinetwegen dahin tun. Noch irgendwas? Die Kettensäge auf jeden Fall, die Kettensäge. So, 1, 2, 3. Das braucht man ja relativ häufig. Nee, das, die Kettensäge brauche ich viel häufiger als die blöde Hacke. Die Hacke kann ich mal auf die 5 und 6 haben wir noch frei. Ich mache mal Folgendes. Wir machen mal die Heil-Items, weil das kann ja immer mal passieren. Hier auf die 2. Das bin ich ja noch gewohnt. Und dann legen wir halt das Netz auf die 6. Und eins von diesen Netzen können wir mal verkaufen. So, mal gucken, was sich hier in der Zwischenzeit getan hat. Ja, die waren fleißig. Wir haben eine neue davon.
Wir haben neue davon. Und hier haben wir auch neue Sachen. Ach so, Wooden-Zentrifuge sollten wir hier herstellen. Und, ich glaube, die können wir bei der Apiary Station bauen. So, ich baue nochmal meine Apiary Station irgendwo. Wir bauen die hier in den Untergrund rein. So. Wooden? Nee, das, hier ging es nicht mehr. Aber wir können noch ein paar Apiaries bauen. Eine können wir bauen. Wir können noch ein bisschen Timber machen. So wieder 50? Na, machen wir 100. Wir brauchen das Zeug ganz schön viel. Ich will nochmal zwei davon bauen und drei Rahmen. Und eigentlich müsste man mal nach oben gehen und die Bienen fangen. Denn dann habe ich hier noch eins mit Hardys, eins mit Red Queens und mal gucken, was wir hier züchten können. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir das irgendwie weiter züchten können. So, so und so. Ah, das geht nicht, wegen der Blume, die da im Weg ist. Dafür haben wir doch extra die Kettensäge, die ich mir auf die 1 gelegt habe. So. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Slimes im Brunnen gefangen sind. Oh, da ist auf jeden Fall nicht mehr sehr viel da unten an Wasser. Das hat anscheinend nie wirklich nachgeregnet. Ja, wir müssen das mal kurz verlassen. Tut mir leid, meine Slime-Armee. Aber wir müssen mal ganz kurz nach oben und wieder nach unten. Achso, dann produziere ich ja gleich wieder Slimes nach. Da muss ich mal meine Slime-Armee komplett entlassen. So, legen wir das alles hier drüber. Und dann hoffen wir mal, dass hier ein paar neue Bienen produziert werden. Achso, ich wollte gucken, ob ich irgendwas Neues züchten kann. Und zwar die roten Bienen tun wir mal hier hin. Und die Hardys darüber. Und dann gucken wir mal. Hardys und normal bringen nichts. Und Hardys und die bringen auch nichts. Schade. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die ganzen Rezepte waren. Aus... Weil ich es wahrscheinlich immer wieder probiert habe. Aus der Erinnerung heraus weiß ich noch, Forest und die beiden bringen eigentlich nichts. So, und jetzt ist Nacht und wir produzieren Nachtbienen. Noctuell Drohne und... Komm her, du. Forest Drohne. Okay. Wir können ja gucken, ob die Nachtbienen irgendwas bringen. Achso, die bringen ja auch nur bedingt was. Ich glaube, das hängt von der Königin ab. Ob die nachts produzieren oder am Tag. Wenn die Nachtkönigin, wenn die Königin eine Nachtkönigin ist, dann produzieren die in der Nacht und umgekehrt. Du kannst erstmal, ihr könnt erstmal wieder zurück zur Mama gehen und. Ja. Schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer um. Das hier können wir erstmal wieder. Also, was heißt erstmal wieder? Also, das können wir noch weiter aufbauen. Hier noch die Rahmen rein. Ach, das habe ich bei den anderen komplett vergessen. Aber da macht es ja eh noch keinen Sinn ohne Königin. So, und in der Nacht macht es auch keinen Sinn, da rumzuprobieren, was man machen kann und was nicht. So, dann das hier. Ach, Wooden-Zentrifuge müssen wir immer noch bauen. So, das aktivieren wir auch. Und Wooden-Zentrifuge, ich würde mal raten, dass das hier drin ist. Ja. Timber, davon haben wir ja noch welches. Silber und Kupfer. Silber? Ich würde mir wirklich so ein Feld, wo 1 steht, wünschen. Achso, ich habe nur Silber eingegeben, aber ich habe nichts angeklickt. Und Kupfer. Kupfer haben wir eh nicht so viel. Kann ich das Ding mit der Kettensäge umbringen? Nee, kann ich nicht. Ich muss mir mal die neuere Steuerung angewöhnen. Oh, ich habe was Zweites umgebracht. Da habe ich gar nichts gesehen. Ah, am Ende war es eine Biene. Obwohl, da hätte ich das Summen gehört. So, wir wollten Wooden-Zentrifuge herstellen. Haben den Output, haben den Auftrag erledigt. Superior Output kriegen wir davon. Und als nächstes Honeycombs sammeln. Habe ich ja eventuell schon gemacht. Aber wir müssen es jetzt nochmal machen für den Auftrag. Und zwar will er haben, dass ich das hier in die Hand nehme.
Und jetzt soll ich Wachs herstellen. Das machen wir, indem wir die letzten beiden Aufträge kombinieren. Wir ernten mal das hier. Was kriegen wir da? Flowerhead und Beeflower Seed. Okay. Der Flowerhead. Bringt er mir irgendwas? Ich glaube, das ist hier so Anti-Mite Poison. Ja, okay, damit kann ich dann Anti-Mite Frames machen. Soweit sind wir hoffentlich noch nicht, dass ich das brauche. Aber es kann immer passieren. Es kann immer wieder Mites geben. Das können wir noch hier irgendwo reinschmeißen. So, da haben wir das Rennen gehen. Ich wünschte, ich... Okay, Hops gibt Stimulanzen. Was könnte man noch produzieren? Ja, hier so gut wie gar nichts mehr. Hier noch irgendwas, wo ich vergessen habe, was es bringt. Das waren diese komischen Spinnengene. Kakao könnte noch Abwehrkräfte geben. Wer weiß. Ich lege mal Kakao hier rein und versuche mir zu merken, dass das Kakao ist. Währenddessen ich die Zentrifuge irgendwo aufbaue. Wo bauen wir denn diese Zentrifuge auf? Irgendwo, wo sie nicht so sehr stört. Hier unten können wir sie. So, und jetzt soll Honeycomb da rein. Achso, Honeycomb ist Nahrung. Können wir mal gucken? Guck mal, es gibt wieder einen Heilungsbuff von Honeycomb, der relativ gut ist. So. Leider weiß ich aus Erfahrung, dass die Wundenzentrifuge ein furchtbares Verhältnis hat. Ich glaube, die Ironzentrifuge ist ein bisschen besser. Aber die Wundenzentrifuge braucht keinen Strom. So, jetzt haben wir Honeybugs. Und experimentieren ist Teil der Herausforderung. Ja, dankeschön. Jetzt braucht man einen Giant Apiary. Für eine Giant Apiary brauchen wir Bienenwachs und Wood, soweit ich weiß. Hier. Bienenwachs, davon haben wir schon zwei Stück. Und Golden Wood. Golden Wood kriegen wir, wenn wir den Kram in die... in das Honeywachs-Dingens tun. Hier in die Wundenzentrifuge tun. So, das ist noch am Durchreihern da und... Komm, komm, komm. Na, das braucht eine Ewigkeit. Wir könnten mal in der Zwischenzeit hier das wieder füllen. Oh, wir haben ganz schön viel vernachlässigt hier. Da gebe ich doch gleich mal ein 1000er Stack für die aus. So, aber dann haben wir nicht mehr so viel wie für hier. Der muss auf jeden Fall nachgefüllt werden. Der, aber hier ist auch nicht mehr so viel Platz, damit er auch hantieren kann. Einfach damit da noch was passiert. Genau. Ah, und schon wieder kein Platz mehr. So. Achso, ich wollte ja immer mal hier was essen. So, das hat mir Heilungsbuff gegeben, das ist noch nicht so spektakulär. So, einmal zusammennehmen. Und nochmal zusammennehmen. So, und dann waren hier die Weak Seeds. Noch über. Und hier noch was. Tomaten hat man mitgenommen. Wenn wir einmal dabei sind, dann nehmen wir das auch gleich mit. So. Hier ist noch mehr. Und dann gucken wir mal hier drüben nach dem Wasser. Das sind jetzt eigentlich schon wieder Idle-Aufgaben. Tut mir leid, dass ich das jetzt ins Let's Play mit reinziehe. Aber gehört irgendwie dazu. So, das nehmen wir noch mit. Und dann dürfte das Inventar wieder voll sein. Eins haben wir noch Platz. Ich gucke jetzt noch kurz nach Wasser, ob hier irgendwas Wasser braucht. Ja, das braucht Wasser. So. Erstmal hier weitermachen. So, zusammen und hoppla. Das nicht, weil das wird nicht schlecht. Achso, ich wollte warten, bis die Wundenzentrifuge fertig ist mit Bienenwachs herstellen und dann wollte ich das andere Zeug da reinschmeißen. Hier, das da. Und hoffentlich kommt jetzt Golden Wood raus. So, der kleine Schleim hier möchte sterben. Achso, ich bin jetzt wieder nicht gerüstet. Aha.
Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, was wir als nächstes machen. Mir fällt gerade ein, das können wir noch am Ende dieser Folge machen. Wir hatten doch eine Frucht, die mir Poison gibt. Poison Damage. Hier, das Ding. Dioda Hybrid Frucht. Und damit wollte ich nochmal hier auf dem Planeten. Der mir. Nee. Wo bin ich denn gerade? Ich bin das grüne Schiff. View. A1. Lush. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Was ist das? Das ist ein Mond. Der ist unspektakulär. Dann Bookmarks. Wo ist der Gelatine-Planet? Den haben wir noch gar nicht gebookmarkt. Aber sowas. War hier? Das sieht gut aus. Sehr schön. Dann will ich mal gucken, ob das hier was bringt für ja, Schutz auf dem Planeten. So, jetzt haben wir hier endlich das Bambus-Seed. Und hier haben wir Tomate und hier haben wir Weizen. Können wir das mal mitnehmen. So. Hier ist es noch nicht fertig. Hier ist es auch noch nicht fertig. Und hier, das hat man eh schon. Und da sehe ich ein Ei. Warum kann ich das Ei nicht aufnehmen? Ja, sehr schön. Dann gehen wir schnell runter und werden uns schnell umziehen, damit die Rüstung auch ihren Effekt hat. Oder wir probieren erstmal nur das Ding hier. Guck mal, das funktioniert. Das funktioniert gegen diesen Schleimeffekt. Mal sehen, da steht Poison Resistance 20. Aber das soll mir doch auch Poison Resistance geben. 21 sogar. Hm, naja. Müssten wir jetzt warten, bis die Poison Resistance von dem Ding aufgehört hat. Ah, wir können hier noch ein bisschen Slime ernten. Okay, ich muss rausfinden, wie ich diese Hybrid-Früchte züchten kann. Und dann muss ich sie züchten. Und dann können wir auf diesem Planeten weiter umhergehen. Das hält ja noch eine Weile an. So. Na, ah, der ist einfach so gestorben. Auch nicht schlecht. Ich glaube, hier bin ich schon mal eine Weile lang gegangen. Genau, hier war das mit den Augen und das. Ich erinnere mich so langsam. Und hier waren die ganzen blöden Viecher, die mich so abgelasert haben. Na, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ah, der ist friedlich. Lass mal jetzt mal alles in Ruhe, was mich nicht unbedingt töten will. Okay. Das lassen wir auch mal in Ruhe. Gucken wir mal, ob unsere Dinger hier noch was gefunden haben in der Zwischenzeit. So, das nehmen wir einfach mal mit. Ja, warum nicht einfach das hier nochmal mitnehmen? Ah, ein bisschen Erze haben sie auch gefunden. Sehr schön. Wir gucken mal hier nach, weil das ist am gefährdetsten, dass das überläuft. Oh, Slime Launcher habe ich gelernt. Was habe ich jetzt Neues hinzugenommen? Okay, ich habe Slime Launcher gelernt. Womit auch immer. Mit Recht wahrscheinlich. Den Slime Launcher gucke ich mir dann gleich nochmal in der Aimery an. Oh. Die Slime-Rüstung beschützt mich nicht davor. Wir machen jetzt nochmal... Oh, wir müssen erstmal auf unsere Nahrung aufpassen. So. Das ist seltsam. Aber es würde ja... Also es hat ja nur 20%. Da muss ich mal im Forum schreiben, warum das nicht funktioniert. So. Wir nehmen noch das hier alles mit. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Und... Ja. Die Folge nähert sich sowieso dem Ende. Hatte ich jetzt die Slime-Rüstung angelegt oder nicht? Wir gehen mal schnell auf den Starterplaneten, bevor ich hier aus Versehen was umbringe. Ich hatte es angelegt. So, gehen wir mal wieder auf visuell. Und ich dachte gerade, das wäre ein Kupfersamen. So, dann gießen wir das Zeugs hier unten noch. So ein bisschen Gizi-Gizi. So. Sehr schön.
Oh, das hat anscheinend auch Wasser verbraucht. Oder ich habe nicht aufgepasst. Der braucht auf jeden Fall Wasser. Ach so, ich wollte noch gucken, ob der Giftpilz hier drin gewachsen ist. Ja. Aber Saatgut entsteht kein neues draus, unbedingt. Oh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass welches neues entsteht. Hier auf jeden Fall funktioniert das noch. Genau, ich wollte Bienen fangen. Und ich wollte langsam die Folge beenden. Warum mache ich das nicht? Egal, erst müssen Bienen gefangen werden. Erst müssen Bienen gefangen werden. So, Honeybee-Drohne ist keine neue Biene, aber was soll's. So, spawnt mal hier eure Nachkommenschaft. So, hier noch mehr davon. Genau, ich brauchte hier Wundenzeugs. Ah, viel zu wenig. So, nochmal davon was durchjagen. Aber es wird nicht reichen. So, was ich in der nächsten Folge mache, weiß ich noch nicht. Erstmal werde ich noch in dieser Folge die Bienen fangen. Vielleicht haben wir jetzt Glück, obwohl das sehe ich jetzt schon, dass es wahrscheinlich nicht die richtigen sind. Also das war sowieso klar und das ist eine Forest Queen. Okay. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt wieder so eine Folge, in der ich hier nur herumdümpel und wenig tue. Aber wir haben trotzdem relativ viel geschafft. Wir haben neue Pflanzen freigeschaltet. Wir haben hauptsächlich Pflanzen freigeschaltet, Pflanzen geerntet. Normale Farmerarbeit gemacht, die jetzt regelmäßig zu tun ist. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ja, wir können das mit Dingens wiren lassen. Am besten, ich besorge mir nochmal einen neuen Kühlschrank zum Testen und dann mit einem Storage-Device werde ich dann alles hier unten liefern lassen. So, und der hier muss sterben, weil er mir auf die Nerven geht. Du stirbst nicht an dem Giftpilz. Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber ich kriege jetzt einen Schaden, wenn ich hier vorbeilaufe. Genau. Naja, das war's dann auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.